mitten an einer vielbefahrenen Straße. Ja, also so ein Mini-Auto-Friedhof. Und die anderen haben jetzt gerade gesagt, da hinten rum ist noch mehr. Gucken wir doch mal schnell um die Ecke rum. Oh ja, da hinten. Und auch da noch. Gehen wir mal schnell hier vorne noch rum. Die paar Autos angucken, die hier stehen. Ja, hat auch schon was. Das erinnert mich voll an letztes Jahr, als wir auf diesem großen Autofriedhof waren. Aber was halt interessant ist, die ganzen Autos haben hier noch ihre Kennzeichen dran. Also ich weiß nicht, wie da die Regelung in Schweden ist. Das ist schon abgefahren. Boah, da hinten auch völlig eingewachsen. Du glaubst es nicht. Aber dafür, dass sie schon verhältnismäßig lang, glaube ich, stehen, ist in jedem einzelnen Auto, naja, kaum sage ich's, schon die erste Scheibe raus. Irgendwelcher Moos oder anderer Krustexer auf dem Dach. Ah, die anderen Autos. Scheiben noch drin. Ja, auch die ganzen Sitze noch drin. Schon abgefahren. So, aber da hinten rein gehen wir wahrscheinlich noch mal einmal außen rum, um dann noch mal in den Wald zu den anderen Autos zu gucken, was wir da so entdecken. Oha. Das ist mal richtig geil. Nicht schlecht. Oh, pechschwarz. Leider aber völlig leer. Sieht man den Marco kaum. Geht der Eimer völlig unter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Autos. 10 vielleicht. Und 3 Typen, die irgendwo dazwischen stehen. Und nicht wissen, wohin mit sich. 2 Opel. Und alles voller Viecher. Du wirst hier echt gefressen. Oh. Ja, so ein bisschen ohne Worte. Halt absoluter Zufallsfund, ne? Straßenfund. Straßenzufallsfund, einfach mal angehalten. Und Glück gehabt. Ja, genau, ein Saab. Der daneben wahrscheinlich dann auch in der Weiße. Keine Ahnung. Da sind doch noch ein paar Autos mehr, wie ich ursprünglich gezählt habe. Ja, die sind alle schon ausgeschlachtet. Ja, dann gehe ich auch mal Richtung Scheune. Ich habe keinen Plan, wie man da durch soll. Ja, ich weiß aber nicht wo. Also ich glaube, ich brauche danach neue Beine. Was sagen Sie dazu? Hohes Gras, viele Fliegenviecher und alle kurze Hose an? Mega gut.
Clever. Sehr, sehr clever. Meint ihr, dass er hier lang ist? So wie ich ihn Tobi kenne, ist er die direkte Route gegangen, weil. Aber direkt ist auch scheiße, da wirst du auch. Direkt ist, ja, wenn wir wieder rausgehen und dann wieder aufs von Gelände. Vorne. Ja. Aua! Also da steht noch irgendwas an der Wand. Von 1983. Au! Weiter. Also, das angrenzende Wohnhaus noch. Ich würde sagen, gehen wir einfach durch die Räume durch, gucken da ein bisschen. Hey, das sind Bücher, die habe ich auch. Hier, Guinness World Records. 2011, 2010, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. 2000, dann wahrscheinlich das unterste, fast unterste, 99 und dann 98. Ey. Ein Sammler. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, der Rest ist leider so wieder arg auseinandergerissen. Aber so ein kleiner, eine oder andere Schatz ist schon noch da. Bücher ohne Ende. Und die tatsächlich feinsäuberlich noch sortiert. Man glaubt es nicht, man glaubt es nicht. Jetzt hier so im Flurbereich. Ah, einfach mal Reifen aufgebaut, aber gut. Hast du Bilder? Kerzenständer noch? Na, schön geordnet auch wieder. Kartons. Das sah mir aus wie so ein Schlafzimmer. Doch. Hier auf der rechten Seite ein Bett. Da auch noch ein Bett. Irgendwas geschrieben auf Schwedisch. Kann ich leider nicht lesen. Haben wir einen Kalender von 2006. Und überall irgendwelche kleinen Unterlagen. Kalender, hier noch einige, ein altes Radio, Kassettenrekorder steht hier. Was mich mal interessieren würde, Kinders, ey, der Strom geht noch, ha, krasse Sache. Ein Haufen Telefone sehe ich jetzt gerade. Ja, Wäsche. Ja, auch Wäsche. Das ist ja abgespaced. Echt geil. Ah, hier haben wir dann die Küche. Ein paar Elektrogeräte haben sie schon nach vorne gezogen. Ein Backofen. Ah, das sieht nicht mehr so schön aus. Ich gucke mir aber hier auch noch mal in die Schränke. Das ist auch so lustig, so ein Duckknopf. Ey, ich fasse es nicht. Ich fasse es echt nicht. Also die ganzen Schränke sind ja auch echt noch voll. Geil. Da haben wir wieder eine Zeitkapsel gefunden. Auch hier in der Ecke, Schrank. Das Porzellan steht alles noch da. Jetzt machen wir mal die Probe aufs Exempel. Nö, die tut nicht mehr. Schön Deko mit der Uhr, dieser Schale, die da an der Wand hängt.
Schlüssel. Hier noch so ein Schlüsselkästchen, nehme ich an, ja. Ja, das könnten tatsächlich noch der ein oder andere Autoschlüssel sein. Von den Fahrzeugen, die wir draußen gesehen haben. Hier noch mehr Autoschlüssel. Hier, ja, schneller Blick, Badezimmer, wie man es kennt. Aber Kalender von 2014. Geht das hier noch in den Keller? Dann schauen wir uns noch schnell im Keller um, bevor wir dann irgendwie in den oberen Stock mal gehen. Was ist denn das? Alter. Und irgendwas brummt hier noch. Oh, scheiße, der Tiefkühler. Der läuft nicht noch. Alles voller Spinnenweben hier. Aber auch. Junge, Junge, Junge. Ein Mofa. Zwischen all den Fahrrädern. Das ist ja mal. Da haben wir eins liegen. Und auch hier Zeitungen über Zeitungen. Ja, Autozeitschriften. Aber man merkt, hier unten im Keller ist es gleich einiges kälter. Hoppala. Haben wir noch das obere Stockwerk und nicht zu übersehen Autoreifen. Eine Sammlung von Schallplatten. Nur nicht zu knapp. Ein schöner Arbeitsplatz mit Blick raus auf den eigenen Garten mit den ganzen Fahrzeugen. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da schön sitzen konnte und arbeiten konnte. Hier unten noch mehr Schallplatten. Schallplattenspieler, ein Radio, Kassettenspieler. Unmengen an Kassetten hier aufgestapelt. Bilder von Autos oder allgemein Fahrzeugen. Kalender haben wir hier noch einen von 2005. Briefe und wie überall Bananenkartons. Ich würde sagen, hier war dann sowas wie Wohnzimmer. Da haben wir in der Ecke noch schönen Sofa aufgebaut. Wieder ein bisschen Deko. Hier drüben ein kleiner Tisch und ja, wie man sieht, alles wieder rausgerissen. Und hier zwischendurch wieder ein Kalender 2001. Viele, viele Bilder auf diese ganzen Kleinigkeiten, diese ganzen Hefte. Da braucht man, glaube ich, nicht unbedingt drauf eingehen, sieht man ja selber. Hier wieder interessant, ne? Küchenzeile. Schauen wir auch mal hier. Geschlossen. Nee, das gibt's nicht. Ah, Besteck ist da. Kalender. November 2014. Was haben wir hier im Dunkel versteckt? Ich würde sagen, das war eine Vorratskammer hier. Und ein Raum voller Bilder. Alle Wände vollgehängt mit Bildern. Ein Regal mit Büchern. Noch mehr Bilder. Ohne Worte. Wirklich ohne Worte.
Und dann nochmal so eine kleine Abstellkammer da stehen. Zwei uralte Fernseher noch drin. Wahnsinn. Beim Hochgehen gar nicht gesehen. Ein Klavier. Und auch dieser Vorraum komplett zugehängt mit Bildern. Mega geil. Das haben wir doch echt so nicht erwartet. Ich weiß echt gerade hinten nicht, gar nicht wohin mit mir. Aber den Raum haben wir. Ja, waren wir überall. Krass, und hier auch noch Schallplatten ohne Ende. Na, gehen wir mal wieder runter und schauen, was die anderen so treiben. Autosammler, verrückt. Aber Hauptsache hier noch alles verschweißt. Null krass, krass. Angerührt. Null. Polizei steht schon draußen. Wahrscheinlich. Da, wo es angefangen hat, im Eingangsbereich. Ja, hier hinter mir, hier um mich rum, wenn ich nicht auf die Fresse fall. Würde ich sagen, ist das Video an dieser Stelle zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, diese kleine Zeitreise in die schwedische Vergangenheit, gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar schreiben. Würde mich freuen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.